Sie süß. Hallo, meine Wundervollen. Heute wieder ganz gemütlich aus der Raufe. Ach, ist das bequem hier. Und ich habe auch schon Gesellschaft, nämlich mein Q, der bedrängt mich hier gerade und schaut, ob ich vielleicht auch essbar bin. Was ich dir heute mitgeben möchte als Input, als Impuls für heute, ist, heute darfst du mal ins Außen schauen. Obwohl du trotzdem natürlich gleichzeitig bei dir bleibst und bei deinem Pferd bleibst und dir ja über die letzten 25, 26 Tage schon bewusst gemacht hast, wie gut du bist, worauf du stolz sein kannst, was dir und deinem Pferd alles gut gelingt und dass du dieses ganze Gejammere, diese Ausreden, dieses Aber streichen darfst und durch das, was du stattdessen willst, ersetzen darfst. Und heute ist es Zeit, mal nach außen zu schauen, denn wir reiten ja wirklich immer so wie die Gesellschaft, in der wir reiten. Das heißt auch, dass du zum einen die Gesellschaft, in der du reitest, durch dein Reiten inspirieren kannst und beeinflussen kannst ins Positive. Zum anderen kannst du sie aber auch beeinflussen, indem du mal anerkennst, was andere gut machen. Und da möchte ich dir heute mitgeben, es geht nicht um Bewerten, es geht nicht um gut oder richtig und falsch, gut oder schlecht, es geht nicht um schwarz oder weiß, es geht nicht darum, eine feste Meinung zu haben, zu sagen, das und das geht mit deinem Pferd aber gar nicht. Verschiedene Pferde erfordern verschiedene Wege und verschiedene Reiter erfordern auch verschiedene Wege. Und deshalb ist es so wertvoll, individuell mit deinem Pferd zu arbeiten. Und wenn du dir mal ein anderes Reiterpferdpaar anschaust, schau heute mal durch diese Brille. Was machen die beiden so zusammen, dass es sie zusammenfügt? Was macht der Reiter für sein Pferd? Was macht das Pferd für seinen Reiter? Was macht deren inniges Band aus? Und das ist das, was du dann auch mal laut anerkennen darfst. Und du kannst mal hingehen und sagen, hey, das hat mir so, so, so gut gefallen. Ich wertschätze das, was du da mit deinem Pferd heute gemacht hast. Es sah so leichtfüßig aus. Es sah so schön aus oder was auch immer dir eben da gerade aufgefallen ist bei diesem Reiterpferdpaar. Harrychen, ne? Und das ist die Aufgabe für heute, einfach mal durch diese Wertschätzungsbrille in dein Umfeld zu schauen. Denn das ist es, was dir dann auch leichter fällt, dich selber wertzuschätzen und natürlich die Gesellschaft, in der du reitest, zu beeinflussen. Dabei wünsche ich dir heute viel Spaß. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, geh hin zu deinem Pferd. Genieße jeden Ritt mit ihm. Reite smart, mit Herz und Köpfchen. Sei eins mit ihm, schon heute. Bis morgen. Deine Tuli und die Jungs hier gerade in Aktion.